Heute gibt es ein XXL Suchen und Verstecken in einer unglaublich riesigen Jump House Arena hier in Bremen. Wir haben die besten Kandidaten mit dabei und es geht insgesamt um 1000 Euro. Und der, der zuletzt gefunden wird, der wird dieses Geld bekommen. Und ich würde sagen, die Zeit läuft ab jetzt. Ihr habt 1 Minute 30, euch zu verstecken. Ihr dürft euch fast überall verstecken. Die Zeit läuft. Tschüss. Let's go, jetzt geht's los. Okay, okay. Also Leute, ich bin mal gespannt, wo ich jetzt hier ein krasses Versteck finde. Okay, okay, okay. Wie gesagt, ich bin hier eigentlich nur so gezwungenermaßen dabei. Okay, komm Leute. Let's go. Leute, hier sind so diese Schaumstoffwürfel. Okay. Lukas, ich habe eine Idee. Guck mal, hier. Lass uns da drunter gehen. Da in den Dingern rein. Das ist krass. Ja, komm, komm mit. Ey, Marvin. Ey, ich geh da rein. Ich geh da rein. Okay. Ey, Kevin denkt safe nicht, dass hier zwei Leute sind, oder? Nee. Komm, wir gehen nach ganz hinten. Hilfe. Ey, Leute. Lass mich hier so komplett begraben, diesen Cubes. Weil ich habe keine Ahnung von irgendwas. Ich filme mich das ja mal ganz kurz. Jetzt muss ich mal schauen, wo man sich hier denn wohl am besten verstecken kann. Fast as fuck, boy! Ja. Okay. Ich habe hier. Und hier kann ich Kevin jetzt beobachten. Ich stelle mich jetzt hier in die Ecke. Ich habe den besten Spot. Messi ist besser. Jetzt erstmal hüpfen. Gar keinen Bock. Hoffentlich kommt jemand mit. Oh, was verhüpft. Oh mein Gott, nicht, dass das Handy hier wegfällt. Warum habe ich die Wasserflasche mitgenommen? Die Zeit ist abgelaufen. Scheiße. Er ist da oben. Ich bin mal sehr gespannt, wen ich als allererstes finden werde. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, Freunde, und abonniert den Kanal. Und schaut natürlich auch gerne bei allen Gästen vorbei und auch gerne hier im Jump House Bremen. Es gibt einen Code Clash Games, da könnt ihr sogar noch mal extra Rabatt euch sichern, wenn ihr vorher in allen Jumphäusern in Deutschland euch ein Ticket holt. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier... Gut, vielleicht sollte ich das auch mit dem Trampolin. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das hier ist ein potenziell sehr krasser Spot eigentlich. Okay, Freunde. Ich habe mich hier einfach versteckt und Kevin war direkt über mir. Den habe ich nicht gefunden. Ich glaube, ich habe mein Versteck gefunden. So, ich habe jetzt mein Versteck hier unten gefunden. Das sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, wie ich hier liege. Aber ich glaube, so ist es am geringsten... dass Kevin mich findet. Dann mich gesehen. In Theorie hat er mich gesehen, ja oder nein? Ey, ihr seht ja auch seinen Bildschirm. Hat er mich gesehen oder nicht? Ich hoffe nicht. Ey, er kommt. Okay, direkt wieder Abmarsch nach hinten. Oh mein Gott, er wird mich hier sehen. Oh Mann, das kann doch nicht sein. Hier ist einfach niemand. Die Toiletten sind übrigens auch erlaubt. Oh mein Gott. Alter Kevin. Oh mein Gott. Digga. Ich hab dich. Was geht, Leandro? Du bist der Erste. Ja. Okay, ich habe tatsächlich gerade leider gesagt, der Erste, den ich finde, der bekommt einen Nackenklatscher. Aber du darfst mir einen Nackenklatscher geben, komm. Ich glaube, ich hätte lieber mich in der Toilette verstecken müssen. Shit. Boah, ich hätte schwören können, dass sich hier jemand auf dem Klo versteckt.
Da ist bestimmt einer witzig und ist auf die Frauentoilette gegangen. Ich sag euch das. Da ist einer ganz witzig. Scheiße. Hä? Digga. Hä? Wo sind die denn alle? Boah, ey, das ist echt schwer. Das ist echt groß hier. Warte mal, ich muss mal nach ganz oben. Und über. Ich muss mir mal einen kleinen Überblick verschaffen. Lukas! Lukas! Freund, ich bin richtig gespannt. Ich hoffe, ich schaff's einfach, dass ich nicht gefunden werde. Hallo! Hi, Brett! Warte mal, ich rette dich mal! Oh Gott! Ich hatte mit Nicole geredet und sie meinte, hier ist eines der besten Verstecke für kleinere Personen. Oh, habe ich gedacht, was denn? Oh, warst du schon da oben? Da ganz oben? Ja. Nee, da wollte ich gerade hin. Ja, ich glaube, dann begleite ich mal. Okay. Leandro, Maybrit und ich? Ich glaube, ich weiß nicht, wer sich oben befindet. Echt jetzt? Aber stimmt, du hast recht, das bewegt sich da. Da muss jemand gewesen sein. Warte. Da ist doch safe jemand. Oh mein Gott. Rico. Die wievielte Person bin ich? Du bist die vierte. Oh mein Gott. Ey, aber stark. Hätte sich das nicht bewegt, dann hätte ich hier nicht geguckt. Dann darfst du jetzt auch mit, mitsuchen. Ja, ja. Müssen aber einmal irgendwie, wie kommt man hier am schnellsten runter? Keine Ahnung. Ey, Lukas, der findet uns nie. Ich schmeiß den mal ab. Drei Leute habe ich immerhin schon. Jetzt ist die Frage, wo ist der Rest? Also es kann nicht sein, also das Jump House Bremen, wo wir uns jetzt hier verstecken, da kann man sich wirklich gut verstecken. Also wirklich. Ich habe wirklich das Gefühl, da hinten in diesem Würfelding, dass da jemand war. Ja, das habe ich auch gedacht. Das geht da vorne nämlich so hoch, Freunde. Da habe ich zuerst nämlich auch gedacht, dass da jemand ist. Wie heißt du? Michael. Michael. Also falls ihr im Jump House Bremen vorbeikommt, lasst mal alle liebe Grüße bei ihm da, ne? Gerne. Okay, ja? Ja, da habe ich auch schon geguckt, glaube ich. Ich habe ihn nicht gesehen. Hey. Haut ihn auch? Okay, jetzt kommt. Hier ist er. Warte, ich guck sonst noch. Nein! Was? Nein! Oh mein Gott! Ey, ihr habt mich gefunden, nur wegen Leandro! Nein! Oh! Ey, aber das ist ein sehr starkes Versteck, muss ich sagen. Ich hab mich hier die ganze Zeit hingehockt, bin dann einmal kurz da und hab dich gesehen, wie ihr da so beim Klettergerüst runtergerutscht seid und so. Ey, aber sehr starkes Versteck. Ich will noch Marvin und Luca. Sehr starkes Nein, Versteck. Okay, aber GG? Ich dachte, ich schaff das gegen die beiden. Ey, aber sehr, sehr stark, muss ich sagen. Ey, hier hat was. Nee, hier ist niemand. Ey, Leandro, hier ist niemand. Leandro, da ist niemand. Da ist niemand? Ihr seid alles Hass, seid mal ehrlich. Dass ich euch nicht glaube. Weil ich war hier ganz am Anfang. Ich war hier ganz am Anfang und da hat es irgendwie gewackelt. Sicher ist da niemand? Ja. Ganz sicher. Warum bist du da? Weil ich hier chillen will. Meine, irgendwie. Leandro, ist gut, dass du da mitsuchst. Nein, ich erschrecke dich. Was ist das denn? Marvin! Ey. Marvin! Leute, ich hab mich für Lukas gefunden. Ich hab nicht gewettet, dass es schade. Marvin, komm mal her. Marvin, nix sagen. Der Letzte ist tatsächlich Lukas. Aber ihr bleibt alle hier. Ich will Lukas alleine finden, okay? Ich schwöre euch, ich hab das Gefühl, dass ja, weil da hat sich am Anfang in der Ecke, da hinten, wo die Jungs gerade sind, hat sich halt bewegt.
Junge, was? Nein. Ah! Er kriegt keine. Moin. Was geht? Ey, Digga, ich war da ganz am Anfang. Ja, Digga, es hat hier voll gewackelt. Ja, das war ich. Ja. Nein. Lol. Ich wusste irgendwie, dass du hier drin bist. Oh. Ich wollte keinen von euch verraten. Ich helfe? Oh ja, warte. Ja, ich war mir ziemlich sicher, dass da irgendjemand ist. Ey, aber sehr stark, Lukas, du bist der Letzte. Echt? Ja. Ich war der Erste. Okay, kommst du da wieder raus? Ich durfte Kevin in den Nacken. Also, herzlichen Glückwunsch. Ich echt nicht gedacht, dass du der Letzte bist. Ja. 1000 Euro auf meinen Nacken, Bruder. Und Freunde, lasst alle einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, checkt alle aus, die mit dabei waren und bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.